Halli ist Liha 2004 und zwar mit einem Breaking News Video. Und zwar ist gerade eine ziemlich krasse Sache passiert, und zwar Nübel beim Spiel Schalke gegen Frankfurt. Nübel, ja, der Schalke-Torwart, in der 66. Minute glattrot bekommen, und zwar nicht irgendwie im Strafraum oder kurz vor dem Strafraum, sondern kurz hinter der Mittellinie in der eigenen Hälfte. Nübel ist rausgekommen und hat halt seinen Gegenspieler in Karate-Manier einmal einfach umgetreten, aber echt nicht irgendwie Knie hoch, Hüft hoch, sondern auf Brusthöhe, so wie damals De Jong im Finale, oder Snyder, ich glaube es war De Jong im Finale, WM-Finale 2010 gegen Iniesta. Ja, auf jeden Fall, es sieht ziemlich krass aus. Es sah einfach auch nicht gesund aus, würde man sich da ernsthaft verletzen, wenn da einfach so ein Torwart rausgeschwimmt kommt und einem gegen die Brust tritt mit halt dann offener Sohle. Ich hoffe mal, der Spieler hat sich nicht verletzt, beziehungsweise er ist, wenn er sich verletzt, irgendwie nicht so schwer verletzt. Nübel, rote Karte, das wird definitiv das eine oder andere Spiel Sperre, glaube ich, von sich tragen. Das war auf jeden Fall echt ein richtig hartes Foul. Thema, Körperverletzung, Foul im Fußball, ist hier oben verlinkt, könnt ihr ein Video mit dem Rechtsanwalt gucken. Und ganz kurz, heute im Stadion habe ich ein paar Jungs getroffen, an die gehen Grüße raus. Das war's von mir, wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ciao.